Damit hallo und herzlich willkommen zurück, hier direkt vor dem Mystic Merchant, den wir gleich etwas, ihr wisst schon, aus der Tasche ziehen werden, hoffentlich. Und letzte Folge Murdenhall eingenommen, ganz schön ein hartes Stück Arbeit, aber es ist getan. Murdenhall gehört uns, das Reich des Drachen ist das nächste Reich, das gleich fallen wird. Jetzt schauen wir uns erstmal an, was es denn hier so gibt. Ich bin wie immer nicht ganz sicher, was ich überhaupt noch will. Der ist relativ gut, aber ich wüsste nicht, was ich mit einem guten Bogen momentan wirklich anfangen sollte. Ich will eigentlich nur mal gucken, ob ich noch ein paar schöne Sachen für mich finde. 59. Was ist denn das alles für ein Schrott? Hier wäre eine Wyvern, aber ich bin nicht so der Freund von Wyvern. Nach wie vor wäre es cool, wenn ich einen Drachen vielleicht finden würde. Den könnte ich dann Tamaris geben. Dann würde Tamaris auf dem verfluchten Drachen rumreiten. Aber das ist sehr, sehr selten, diesen Drachen, glaube ich, zu finden. Bei Mystic Merchant. Ich habe ihn in meinem Leben, wie gesagt, auch erst ein einziges Mal gesehen. Und das war vielleicht auch nur Zufall. Oder ein Bug. Vielleicht sollte es gar nicht möglich sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich das jetzt durchaus einige Male probieren, hier was Ordentliches rauszuziehen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich schon in einer Stadt vom Reich des Drachen bin und da einen Mystic Merchant habe, dass dann da vielleicht die Chance höher ist oder dass es da überhaupt eine Chance drauf gibt, diesen Drachen hier vielleicht zu sehen. Das heißt, ich werde es jetzt vielleicht noch ordentlich einige Male probieren. Aber mal gucken, vielleicht finden wir ja dabei noch was Schönes für uns selbst. Parisno Heavy Champion Armor? Ja, die ist schön, aber ich suche lieber nach irgendwas richtig Starkem. Ich könnte auch mal nach einem neuen Schild vielleicht Ausschau halten. Pigface Helm. Hier, High Elfen Armor, aber die ist auch nicht so stark. Da gibt's was Besseres. So, hier ist nichts dabei. Das Gildaren Warhorse ist ziemlich schön, finde ich, aber nichts für uns. Also ich probiere es jetzt, keine Ahnung, ein paar Mal probiere ich es noch. Nö. Steel-Schild, nö. Dwarf Hornbow, nö. Ornate, nö. 68, ja. Nö. Zweimal probiere ich es noch. Und wenn er nichts für mich hat, dann hat er halt nichts für mich. So. Wie sieht's? Royal Metal Shield. Dickes Royal Metal Shield. Schauen wir mal. Das könnte eventuell besser sein als meins. Ich suche natürlich nach wie vor immer noch eine Krone für mich, weil die Krone, die ich momentan habe, ist halt battered oder so. Ja, genau. Das heißt, die ist nicht so stark, wie sie es eigentlich sein könnte. Ah, requires Shield 4, das habe ich fast befürchtet. Und bis ich mal wieder einen Skillpunkt kriegen werde, wird es dauern. Aber es kann überhaupt nicht schaden, was Neues hier in Schild. Oh, Red Moon Halberd. 62 Cutting. Aber wer ist denn... Wer ist denn zu Fuß unterwegs? Wem könnte ich das denn geben? Niemanden. Weil cannot be used on mount ist so ein richtiges Ausschlusskriterium. Obwohl, der ist schon ziemlich cool, aber cannot be used on mount ist halt... Ja. Vielleicht könnte ich den kaufen und Einheiten anziehen, bevor ich eine Belagerung anfange oder so. Aber nö. Ich bin nicht so der Freund von Waffen, die nicht auf Mounts benutzt werden können. Ich reite schon gerne auf Mounts rum. So, gibt's jetzt nochmal was? 68. So, jetzt schaue ich ein allerletztes Mal noch rein und dann halt nicht. Und dann muss ich erstmal zurück nach Winnica und muss mal gucken, weil es sind relativ viele Lords zu mir übergelaufen. Und dann schaue ich mal, wen von diesen Lords ich haben will. Ein allerletztes Mal gucke ich noch rein. Wie immer mal. Das berühmte allerletzte Mal. So. Aber diesmal ist wirklich Schluss. Nix. Alles klar. Dann Marketplace. Verkaufen wir mal das, was wir hier noch dabei haben. So, das Essen dürfte jetzt erstmal locker reichen. Und wir schauen mal, ob hier vielleicht... Ja, hier sind jede Menge Mädels drin, die ich alle freilassen kann. Ich will... Mir bringt der Ruf natürlich überhaupt nichts mit denen, aber ich will die nicht mitnehmen. So. Zut, 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 Eilentor, zut, 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 zut. Eorl Dracarion of the Realm of the Falcon. Das ist ja interessant. Realm of the Falcon. In
Interessant. Ach ja, ich habe noch was für die Garnison. Okay, soweit so gut. Jetzt muss ich mal nach... jetzt muss ich mal zurück nach Vinica. Da habe ich jetzt ein bisschen was zu erledigen. Und dann könnte ich vielleicht... Genau, Reich des Drachen ist no more. Das war's dann auch für die. Ich frage mich, was die restlichen Lords vom Reich des Drachen jetzt machen. Eigentlich müsste doch jetzt hier irgendwo stehen, irgendwie Lord Defect oder irgendwie sowas. Weil irgendwo müssen die Leute ja jetzt hin. Oh, der hat eine Waffe, das heißt, der ist ein Drunk. Ja, den hau ich mal wieder um. Gibt's 60 EP. Ganz wichtig. So. Soweit, so gut. Das war jetzt mehr oder weniger unnötig. Aber, Group of Freelancers. Kill them for abandoning their captain. You gain honor. So. Jetzt hoffe ich mal. Angstuk, Fuzzle, Lord Kurt, defeated in battle. So. Ab nach Vinica. Da werden jetzt vermutlich einige Lords drauf warten, ob ich die denn aufnehmen will. Genau, hier stehen schon welche. Mal schauen, was wir hier haben. Die Frage ist halt, nehme ich einfach alle mit oder nehme ich wirklich nur die netten mit? Aber ich glaube, ich nehme alle mit. Einfach nur, dass ich mehr Kraft habe, gegen die Drahara ranzugehen. Das, denke ich, werde ich machen. Also ich nehme einfach alle mit. Yes, my lady. Ach, du gehörst sogar schon mir. Ups. Ja, genau. Self-Righteous. Ja, du darfst mitmachen. Emperor Hakun der Dritte. Du darfst auch mitmachen. Du darfst auch mitmachen. So, jetzt schaue ich nochmal rein. Denn ich glaube... Okay, es gibt anscheinend keine weiteren Lords mehr, die mir joinen wollen. Weil sonst, glaube ich, würden sie jetzt da drin stehen. Okay, ich habe nach wie vor anscheinend immer noch eine Parisner und Army irgendwo draußen. Mein Gott, ist das hier viel Geld drin. Zack, 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 zack. Ich hätte natürlich gern, dass das vielleicht zu mir transferiert wird, aber ich weiß nicht, ob das geht. So, was soll's. Mertenhall currently does not have a Lord, aber die gravitaten towards Leute, die keinen Lord haben. Also, Grand AV, vielleicht gebe ich zumindest einigen hier so die paar Villages, gebe ich vielleicht jetzt... Da werde ich jetzt zwar vermutlich einigen Lords was geben. Oh Mann. Ach nee, ich vergib doch jetzt nicht so viel. Das ist mir einfach zu viel Rufabzug. To join our kingdom. Irgendwer wollte mir doch joinen. Lord Eorl oder ich, irgendwie so. Factions. Realm of the Falcon. Ich weiß es nicht. Ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern. Ich muss nochmal reingucken, wie der Name von denen ist. Beziehungsweise wie der Name von dem war. Jetzt sehe ich ihn schon gar nicht mehr. Verdammt, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Aber ich könnte mal probieren... Jetzt schaue ich mal. Joining our kingdom. Ich biete ihm... Wie heißt denn dieses? Hasaka Castle, glaube ich, ist noch nicht vergeben. Drache, genau, Drache sind jetzt auch weg. Ich könnte es ja mal probieren bei den Geldarin-Lord, wobei der wird mir nicht joinen. Joining our kingdom. Ich biete einfach mal Mertenhall an. Realm of the Falcon. So hieß er auf jeden Fall nicht, das heißt, so hieß er vielleicht eher. Ach, ich probiere es mal. Schaden kann es nicht. Okay, Leute, ich muss wahrscheinlich neue Leute anwerben. Ich habe Platz für 50 Leute. Hired Troops hole ich mir vielleicht. Obwohl, ich habe fast 100 Sharpshooter und es kommen noch relativ viele nach. Virago Herons oder mal wieder ein paar Household Guards. Ich habe das Geld, ja. Zumindest glaube ich, dass ich das Geld habe. Ja, wir holen mal wieder ein paar Household Guards mit. Das waren nochmal 50.000, 100.000, 150.000, so. Alles klar. Wie viel Geld habe ich denn eigentlich noch? Ach, jede Menge. So. Als nächstes könnte ich die nette Kulan-Horde mal angreifen, um uns weiter ein bisschen auszubreiten, bevor uns hier vermutlich bald mal wieder irgendjemand den Krieg erklären wird. So, die Elentor sind anscheinend mit den Sun in den Krieg. Im Krieg, da habe ich jetzt nicht so das Problem mit, das ist ganz schön.
Genau, genau, die. Jetzt laufe ich zurück. Die kommen anscheinend alle zu mir. Jetzt denke ich, werden die alle in Winnica stehen und darauf warten, ob ich sie aufnehme. Ich werde einfach alle aufnehmen. Ich werde zwar relativ viel Rufabzug mit denen kriegen, weil ich denen kein Land geben werde, aber Hauptsache, sie sind mal an meiner Seite und können in zukünftigen Kämpfen mit mir kämpfen. Ja, du darfst mit, du darfst auch mit und du darfst auch mit. Ach, habe ich euch jetzt schon alle aufgenommen? Okay, jetzt habe ich wohl schon alle aufgenommen. Jetzt gehe ich nochmal rein und schau. Lord Vlan, den habe ich aber schon. Okay. Alles klar. Jetzt sind die auf meiner Seite und dürfen zumindest vorerst auf meiner Seite kämpfen. Irgendwann werden sie mir eventuell davonlaufen, weil ich hart viel Rufabzug mit denen kriegen werde, aber so ist das Leben. Jetzt gucke ich mir mal an, wie es bei den lieben, bei der Kulanhorde aussieht. Das könnte ich nämlich mir auch mal bald einverleiben. Wobei Lord Hermann, dem hätte ich vielleicht was geben sollen. Das ist nämlich ein, glaube ich, ein Marshal oder so. Ja, vielleicht sollte ich die ganzen Lords, die ich jetzt mitgenommen habe, vielleicht sollte ich denen was geben. Zumindest den Good-Natured Marshal und was weiß ich, was ich für Leute drin habe. Ja, vielleicht gehe ich nochmal zurück und gebe denen was. Weil Baron Hermann war, glaube ich, schon ein Marshal Lord. Dem könnte ich auch irgendein Castle gleich geben. Ja, das mache ich vielleicht. Also ich gehe nochmal kurz zurück, bevor ich zur Kulanhorde gehe. So, er hat wieder viele da, wobei so viele habe ich gar nicht mal gebraucht. So, aber die können jetzt wenigstens das Daily Training schon mal miterleben. So, jetzt lauf mal zu. Well, sister doesn't want to join you. Ach ja, verdammt, jetzt habe ich wieder keinen Platz für Fassel. Saldek the Chosen One. Aha. Wird verfolgt von. Ach nee, Demetrius verfolgt ihn nicht. Ich schmeiß mal eines Sortes da raus, falls es Fassel gleich nochmal probiert. Ja, Saldek the Chosen One soll hier ruhig ein bisschen rumlaufen. Der soll noch ein paar Prisoner sammeln, sodass, wenn ich ihn dann irgendwann umhaue, dass er ein paar Prisoner, die ich rausrekrutieren kann. Alles klar. Lords, wer hat denn nichts? Die Frage ist, jetzt wird es ein bisschen schwierig rauszufinden, wer von diesen Lords nichts hat, weil ich habe mittlerweile so viele. Hakun gibt es doch gar nicht mehr, oder? Ach ja, has been defeated. Ach ja, okay. Empire of Elegance. Gracious. Hier ist der Lord of Temple. Oh, das dauert ja ewig, wenn ich das so mache. Ich mache es jetzt einfach mal aus dem Gedächtnis raus. Von denen ich glaube zu wissen, dass sie Marshall sind, denen gebe ich jetzt was. Angern. Hermann ist, glaube ich, einer. Und Hasaka Castle, Bebannenburg. Matthias ist, glaube ich, blöd. Volkert, glaube ich, auch. Vlan auch. Willibald, Ralf, Ludger, bei denen weiß ich es nicht. Suspicious in Cooperative, das sagt, glaube ich, schon. Ich könnte ja einfach auf den Ruf schauen, weil ich glaube, Cooperative heißt dann, es muss ja einen Grund haben, dass ich bei dem schon ein bisschen Ruf habe. Grand A Thief. Ich habe auf jeden Fall noch genug Städte, nur keine Sorge. Flan. Suspicious. Indifferent. Dem Ralf könnte ich was geben. Was haben wir hier noch? Finnus ist auch schon suspicious. Indifferent. Grumbling. Mein Gott, habe ich viele Lords. Okay, der Lord Hakun kriegt auf jeden Fall was. Reichenau. Mein Gott, habe ich viele Lords. Grumbling. Indifferent. Mein Gott, jetzt kriege ich ja nur noch Abzug. Okay, das war wahrscheinlich ein richtig blöder Lord. Egal. Eins vergebe ich noch schnell. Ach, eigentlich könnte ich auch einfach jedem was geben. Wobei Matthias, nee. Wobei, ach komm, ich gebe jetzt einfach jedem was. Was soll's, dann kriege ich gleich Rufabzug mit den ganzen Leuten. Das kann ich jetzt nicht ändern.
So, No Thieves, Rear, ach nee, Castle will ich jetzt vielleicht nicht unbedingt vergeben. Mein Gott, habe ich viele Lords. Ralf. Ah, oh, der ganze Ruf. So, hab ich jetzt dann bald alles. Finn nur immer noch. So, das wird schon passen. So, jetzt habe ich genug Ruf mit den ganzen Leuten verloren. Ich denke, Ruf mit den Lords kriege ich am besten, indem ich denen Geschenke machen würde oder indem ich ein Feast mache oder so. Valerius. Ach, was soll's, dann verliere ich halt mit dem jetzt Ruf. So, jetzt habe ich mich erstmal um andere Sachen zu kümmern. Welcome back. Skript-Error, aha. Ich hoffe, da ist jetzt nichts Schlimmeres passiert. Ist der jetzt in meiner Gruppe? Ja, er ist in meiner Gruppe. Also wird schon nichts Großes passiert sein. So, ich mache mal wieder ordentlich Archers. Vielleicht könnte ich mich jetzt auch nur noch auf Archer konzentrieren. Trisna, Gathering a Feast in Shardskeep. Da gehe ich sogar hin. Vielleicht kann ich mich jetzt nur noch auf. Wo ist denn Shardskeep? Vielleicht kann ich mich jetzt nur noch auf Bogenschützen konzentrieren. Und wenn ich dann wirklich Infanteristen brauchen würde, dann gehe ich einfach, mache ich mich einfach zu als Marschall und werde einfach andere Lords befehlen, mir zu folgen. Und nehme die dann so als Infanteristen her. Und ich könnte mich vielleicht nur auf Bogenschützen dann hier festsetzen. Aber jetzt gehe ich erstmal nach Shardskeep, dann treffe ich mal wieder die Queen Trisna. Und kann da mal Hallo sagen. Jetzt hoffe ich erstmal, dass das Essen mir reicht, bis ich da oben ankomme. Mein Gott, ist das ein langer Lauf. Aber wenigstens gibt es ein paar Daily Trainings und dann kann ich die Leute hier mal ein bisschen hier hochtrainieren. Beziehungsweise hochtrainieren lassen. So, wie viele sind denn da in Shardskeep? Naja, besonders viele sind es hier nicht. Aber ich gehe mal zu Trisna, join the feast. Hallo Trisna. Queen Trisna. Great to see you again. By the way, if you don't mind my advice, there's something I've been meaning to tell you. Your agility increases. Jetzt kann ich, glaube ich, nochmal mit ihr reden, um dann ihren. Nee, ich dachte, jetzt kriege ich vielleicht nochmal Ruf mit ihr. Devoted. Ach ja. Hi Marshal, keep order. Okay. Ich gebe mal. Ach, hier kann ich gar kein Geld reintun, ich vergaß. So, hier gibt's nix. Spymaster. Eorl Drakarion. Da gehe ich jetzt vielleicht mal hin. Eorl Drakarion. Eorl Drakarion. Da gehe ich jetzt mal hin. Das muss ich mir jetzt mal merken. Your Charisma increases. Eorl Drakarion. Ja, mittlerweile habe ich ordentlich viel Charisma. Eorl Drakarion. Ach ja, ich brauche immer noch was zum Essen. Eorl Drakarion. Mal schauen, ob ich den finde. Eorl Drakarion. Ihr braucht alle kein Geld. So kann ich überhaupt keinen Ruf mit euch kriegen. Eorl Drakarion. Also mal in das Falcon-Gebiet. Eorl Drakarion. Ich halte die alle mal auf und schaue, ob ich da vielleicht Ruf mit denen kriegen kann. Der braucht auch kein Geld. Land, 47 Leute. Eorl Drakarion oder so. Ich sag den Namen bestimmt schon wieder die ganze Zeit falsch, aber wenn ich ihn sehe, werde ich ihn erkennen. Eorl Drakarion. There is no army. Was ich mittlerweile alles für Leute habe, ich erkenne die alle gar nicht. Ach ja, das ist ja der Zwerg. Eorl Drakarion. Okay, jetzt schaue ich mal, ob ich ihn jetzt irgendwo finde. Könnte er hier vielleicht schon irgendwo sein? Eorl Matthäus Drakarion oder so. Da ist er doch drin. Schaue ich mir erstmal. Oh, hier ist ein Tournament. Aber jetzt gucke ich mir erstmal den Marketplace an, um zu schauen, was die hier so für mich haben. Nur Rotz. Wie sieht's mit der Rüstung aus? Beziehungsweise erstmal was zum Essen, bitte. So, wie sieht's mit Rüstungen aus? Thick. Silverplate Armor, 71. Nö. Ja, da hätte was Besseres da sein können. Das gefällt mir jetzt hier alles nicht so.
Vielleicht könnte ich mir auch einfach mal den hier aufziehen, weil da sehe ich schon ziemlich cool aus. Vor allem ist er auch um einiges stärker, aber die Krone... Ich muss eine Krone tragen. Sollen wir das Tournament schnell verlieren? Ach komm, das verlieren wir schnell. Wenn wir schon mal da sind... Oh nein, und ich spawn auch noch mit einem blöden, hier... Pfeil und Bogen. Ja, ich mache ja richtig viel Schaden. Ach, das war ein Name von mir. Hey, der trägt ja seine Silberschuhe da. Trage ich eigentlich auch meine Schuhe? Nee, tue ich nicht. So, ja, mittlerweile haben wir zumindest so viel Nahkampfskill, dass wir mit denen ganz gut klarkommen. Aber auch nicht, wenn 5 auf einmal auf mich einschlagen. So. So, wie immer sind meine gesamten Truppen schon ausgenockt. Das heißt, ich bin schon wieder der letzte. Oh. Ich bin schon wieder der letzte Grüne. Meine Truppen waren mal wieder richtig sinnlos. Ja, ich hätte ganz gerne... Genau, den wollte ich zuerst machen. So, jetzt schauen wir mal. Vielleicht gewinnen wir das Turnier ja sogar. Ach nee, ich setze aber nicht noch mehr Geld auf mich. Toll, Briten. Und mit einem Pfeil und auch noch ohne Schild. Das ist hier richtig spannend. So, ich laufe einfach mal ein bisschen rum und versuche hier ein bisschen Schaden zu machen. Und hoffe, dass nicht wieder meine Einheiten hier alle zuerst ausgenommen werden. Aber wie man sieht, fallen meine Einheiten hier alle schön. So, es lebt wahrscheinlich schon wieder niemand mehr von meinen Grünen. Doch, da ist sogar noch einer. Verdammt. Vielleicht kann ich dem noch helfen. Okay, schön. So, jetzt sind es noch 2 Gelbe. Ein Gelber. Oder, nein, ach verdammt. Ach verdammt. Na gut, zumindest noch ein Roter und ein Gelber. Und nicht 2 von derselben. Ja, den habe ich kommen. So. Ah, da kriege ich jetzt auch nicht mehr so viel Schaden von denen. Aber es wäre natürlich cool, wenn ich den abwerben könnte jetzt. Diesen, Eorl irgendwas, wegen dem ich eigentlich hier bin. Ja, natürlich werden meine Leute wieder ausgenockt. Ich bin wahrscheinlich wieder der Einzige, der hier Kills macht. So. Aber mir ist es eigentlich ziemlich egal, ob ich dieses Tournament gewinne. Ich bin nur aus einem einzigen Grund hier. Und das ist, diesen Lord mitzunehmen. Eorl irgendwas, von dem ich mir den Namen einfach nicht merken kann. Aber so ein Realm of the Falcon Lord in meiner Truppe zu haben, wäre eine richtig coole Sache. Die Frage ist, ob das ein Überläufer ist oder ob das wirklich ein echter Falcon-Mensch ist. Wir werden sehen. Wahrscheinlich kann ich ihn sowieso nicht mitnehmen. Aber mittlerweile haben wir... Wie viele Lords haben wir? Bestimmt schon 50 Lords oder so. Oh, es ist 1 gegen 1. Vielleicht sollte ich jetzt nicht... ein bisschen aufpassen. Ich habe schon relativ viel Schaden hier kassiert. Ah, ja, so kann es laufen. So, darf ich weitermachen? Nein, darf ich nicht. Gut, ich bin sowieso wegen was anderem hier. So, euch stört es hoffentlich nicht, dass ich ein bisschen auf euren Tischen rumrenne. Eorl Lucarion. Do I know you? 53 Ruf. Good natured. Oh, wäre das schön. To your health, your highness. Schade. Schade, schade, schade. To your health, your highness. Der joint mir sogar. So. Ich schau mal, ob ich euch noch mehr Leute... Equal, perhaps one day... Marshall. Vessel. Der wird mir wahrscheinlich nicht joinen. Nö, tut er auch nicht. Oh, das ist er. Ich kriege auch gar keinen Ruf bei ihm, obwohl ich hier auf seinem Fest erschienen bin. Okay, das ist auf jeden Fall ein Überläufer. Den will ich nicht haben. Wobei, ich überlege mir halt, soll ich nicht wirklich alle mitnehmen, sodass die halt auf meiner Seite sind? So, den wollte ich eigentlich fragen. Mal schauen, ob mein Spymaster recht hatte. Nö, hatte er nicht. Gut gemacht. Vielleicht muss ich es dann bei dem über die anderen Dialoge versuchen. Ich gehe jetzt mal nach Windica und probiere es mal über Fassel zu machen. Weil so habe ich ihn jetzt offensichtlich schon mal nicht gekriegt. So.
Lord Willibald verliere ich Ruf, das ist mir eigentlich egal. Kulan and Bakal have made peace, ja, von mir aus. Ich kann es eh nicht ändern. Aber die Kulan-Horde, gut, dass ihr mich an die Kulan-Horde erinnert. Den wollte ich ja eigentlich jetzt mal schauen. Lady Azir has renounced Elator and joined the Empire of Allegiance. Aha. Dann steht hier jetzt vielleicht gleich noch eine neue Lady drin. Ne, hier steht niemand. Lord Falkus. Ja, mach ruhig mit. Solange du bei mir bist, bist du bei niemand anderem. Ich kann keine Mercenaries anheuern, also offensichtlich sind die Mercenaries immer noch unterwegs. To join my kingdom. Ich biete sogar Mördenhall an. Realm of the Falcon. Den hier, oder? Drakarion, glaube ich. Ich probiere es mal bei Drakarion. Fuzzle, do that. So. Verkaufen, muss ich verkaufen? Ich glaube nicht. Marketplace. Nö, muss ich nicht. Masterwork Edged Nightsword. Mein Gott, ist das schlecht. Ja, nur weil es Masterwork ist, heißt es noch lange nicht, dass es auch zu was zu gebrauchen ist. Okay, hier ist sonst nur Müll drin. Alles klar. Wir gehen jetzt zur Kulan-Horde. Und machen den hoffentlich den Garaus. Dann haben wir die da direkt nochmal nochmal ein neues. Ein neues Castle. Ja. You lose one renown, ja, von mir aus. Prinzessin Birgit will, dass ich damit mache. Okay. Ja, die geht wahrscheinlich nur wieder irgendwelche Städte raiden, da habe ich jetzt nicht so die Lust drauf zu. Ich habe andere Pläne. So. Ich krieg mittlerweile schon relativ viel Geld hier rein. Vielleicht könnte ich mal ein paar Städte vergeben. Vielleicht gebe ich Mördenhall auch noch Prinzessin Birgit oder so. So, was ist hier los? Sakaar Raiders. Okay, das gewinnen sie ja wohl locker. Prisoner Break from Lesbury. Interessant. Ja, die sollen jetzt da ruhig mal machen, was sie wollen. Ich will mir jetzt die Kulan-Horde aneignen. Er will er immer noch nicht joinen. Okay, dann vielleicht kriege ich ihn halt nicht. Dann kann ich es halt jetzt nicht ändern. Hallo Lord Ludger. Ja, mach du nur, was du hier gerade getan hast. Ich lass dich von mir nicht stören. So, ein Mystic Merchant, so ein Zufall. Den Entertainment Guildman, glaube ich, kann ich mal brauchen. So, wenn er schon hier ist, dann gucke ich doch ein, zweimal rein. Aber auch nicht besonders häufig. Das ist schon mal wieder nur Müll. Zumindestens 60, ja, das ist alles nur Müll. Einmal schaue ich noch rein. Ich habe jetzt eigentlich nicht so viel Lust, so viel Zeit jetzt bei dem zu verbrauchen. Vor allem, weil ich sowieso nicht so viel Glück immer bei dem habe. Black Snaked, oh, das will ich aber haben. Und es ist natürlich Cracked. Oh Mann, nee, Cracked will ich es dann nicht haben. Das hätte ich jetzt nur haben wollen, weil es eigentlich ganz cool aussieht. Mein Gott, das ist ja wieder nur Müll. Okay, ein allerletztes Mal noch. Das waren jetzt dreimal, das ist noch zu verschmerzen. So. Nix. Auch nix. Gut, dann halt nicht. Wir haben sowieso was anderes zu tun. Wie sieht's mit der Moral aus Above Average? Kann ich denselben nochmal Geld geben? Halt nicht, Castle. Kann ich dem jetzt nochmal Geld geben? So, wie sieht's jetzt mit der Moral aus Very High? Das ist doch in Ordnung. Ich will nicht, dass die Moral so niedrig ist. So, Tumarta, irgendwas. Da sind jetzt wahrscheinlich alle Lords drin. Oh Mann. Ja, natürlich sind alle drin. Vielleicht kann ich einen rausrekrutieren. Nö, kann ich nicht. Boschmann Batur, das ist der Leader. What is it? Nein, mit euch will ich keinen Frieden machen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da angreifen soll. Es sind doch relativ viele. Ich denke, da schlafe ich erstmal eine Nacht drüber. Den werde ich auf jeden Fall abfangen. Und, aber da überlege ich mir jetzt mal, ob ich den jetzt wirklich angreifen soll. Das sind fast 2000 Einheiten. Das ist jetzt vielleicht nicht so cool. Aber das überlege ich mal. Ich mache an der Stelle mal kurz Schluss und wir sehen uns dann auch gleich schon wieder. Und dann werden wir eventuell die angreifen oder halt auch nicht. Mal gucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.